Mit der Präsentation des Thesis erreicht das Revival der klassischen italienischen Automarke Lancia einen neuen Höhepunkt. Das Modell soll in der Eliteklasse neue Akzente setzen und die Konkurrenz ausstechen. Hinter uns der neue Lancia Thesis ist ein Auto, das sicherlich für die Zukunft der Marke Lancia Entscheidendes beitragen wird. Es ist unser neues Oberklasse-Modell, absolut top of the line, positioniert gegen 5er BMW, positioniert gegen Mercedes E-Klasse, auch gegen Jaguar S-Type. Ein Auto, das sicherlich alle Individualisten ansprechen soll, die auch genügend Kleingeld haben, das muss man natürlich ganz deutlich sagen. Aber ein Auto, das auch wirklich alles vereint, was man sich unter Gran Turismo und italienischem Luxus vorstellt. Er sitzt sich ganz wunderbar auf dieser Kante. Das Design dieses Autos ist in seiner Schlichtheit eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Es ist italienisch durch und durch. Das Auto ist ja schon zum ersten Mal gezeigt worden in Genf auf der Motorshow, in Frankfurt dann zum ersten Mal komplett auch mit dem Interieur. Und auch das Interieur lässt wirklich nichts an italienischer Eleganz missen. Der Thesis hat das Zeug dazu, obwohl alle Hersteller von Luxuswagen mit absoluten Spitzenleistungen zu glänzen trachten. Was Lancia bei der Entwicklung des Thesis geleistet hat, um den von den Kunden erwarteten Luxus neu zu interpretieren, lässt sich anschaulich am Innenraum ablesen. Der 7 Zoll Farbmonitor ist links und rechts mit Schaltern für den Zugriff auf verschiedene Menüs und unten mit einer Reihe konfigurierbarer Tasten ausgestattet. Einen neuen Standard setzt der Thesis auch bei Komfort und Ergonomie der Sitze. In der Komfortversion sind die Vordersitze nicht nur vollkommen elektrisch verstellbar, sie bieten auch neuartige Funktionen wie Belüftung, Heizung, Formanpassung und Massage. Behaglichkeit und Wohlgefühl, wie in einem exklusiven Wohnzimmer, kommen auch bei den Vorpassagieren auf. Das Platzangebot auf den Rücksitzen des neuen Flaggschiffs von Lancia braucht keinen Vergleich zu scheuen. Der Thesis ist in Österreich im April auf den Markt, erfüllt in allen Bereichen die höchsten Ansprüche. Lancia wird mit dem Modell den Anforderungen von Technologie wie traditionsbewussten Kunden gerecht, die von einem Luxusprodukt Substanz, Exklusivität und Prestige erwarten.